Eisenschädel. Und ich sag schon mal unsere Predikant. Ich bin 66 schon alter. Wolverock. Der Wolf im Krok. Ich mag Wolverock. Schön wird's, wenn dann irgendwie noch eine dritte Form oder so. Apokalyptische Steinfresse. Steinfresse. Okay, das war ein Crit. Meine seht ihr Sanic, der tankt alles, der Sanic. Oh, Top-Genesung werde ich mal machen. So, das heißt jetzt schon mal keine Z-Attacke mehr. Voluminas. Ich sehe jetzt schon die Dönerwelle. Ich sehe sie von vorne. Und da kommt die Donnerwelle, wenn ich Top-Genesung einsetze. Ich sehe doch schon die Donnerwelle. Okay, Erdkräfte. Aber der Saint, der tickt das natürlich auch. Und der kann hier wieder ein Eisenschädel auf plus 6 aufbauen. Und ist Voluminas besiegen. Seitdem ist er Robustheit. Und es hat Robustheit, nice. Und es Dönerwelt nicht. Das ist natürlich immer wieder scheiße. Du machst immer mal Blutzeug auf Spiel, wenn damals spielt, aber ja. Okay. Ich mach's halt. Ich bin noch zu faul, um dich zu heilen. Ich setze die Top-Genesung erst beim nächsten Pokémon ein. Wenn ihr seht hier, Sanic zerstört. Meiler. Sanic MVP Okara. Alter, das Ding wird vierfach effektiv weggebumst. Ganz ehrlich. Das Ding hat eigentlich gar nichts zu melden. Was willst du machen? Juwelenkraft. Mondgewalt. Okay, Reflektor. Dennoch. Beteiligung verdoppelt ist das. Ich bin Erdkraft auf alle Spieler aus Versehen gegangen, Alter. Aber seht ihr, das macht doch einen krassen Damage. Sanic MVP trifft 5-mal. Das war gar nicht geplant. Durch einen Missklick. Hat das. Seht ihr sogar selbst für einen Missklick besiegt Sanic hier die Gegner. Eisenschädel. Warum ist Eisenschädel neutral? Wird das von Elektro resistiert? Okay, Dönerschlag. Dönerschlag, was will der mit seinem Dönerschlag? Komm, Eisbär. Mein Hallo, das ist ein plus 6 Sani. So, jetzt kann ich ihn mit dem Eisenschädel besiegen. Top-Genesung. Okay, Sektor auf zu winkeln und jetzt bist du besiegt, du Kleiner.
immer schön, wenn mein Zenik hier alles zerstört. So. 5 Pokémon und nur noch 3 Trainer. Leute. Sollte ich jetzt noch schnell irgendwie hier den dritten machen? 7 Minuten, schafft man das? Boah, gegen den dritten sage ich mal, ich habe Probleme gegen den dritten. Geist. Was mache ich gegen Geist? Ich habe 3 Geister. Ich glaube, ich muss mit Zähne liegen. Oder? Nee, ich schlieg mit X-Bad. Ich schlieg mit X-Bad ganz einfach. So. Oder soll ich mal den dritten machen? Ich hab keine Ahnung, ob wir das noch zeitlich schaffen. Den dritten jetzt so machen. Ich hab halt noch 7 Minuten zum Aufnehmen, ne? Ja, hallo Lola. So. Tatsächlich, ich glaube, ich mache gut auch heute noch in den 6 Minuten. Ja. Dann haben wir für den nächsten Part nur noch den letzten der Top 4 der Pokémon-Liga. Und das ist diesmal nicht Dragan. Und den Cem. Oder ist X-Bad vorne? Ja. X-Bad, zerstörst Lola. Bitte. Wenigstens die erste Pokémon. Falls die Mogli hier passt, kannst du dir sagen, Alter, ist mir scheißegal, leck mich kreuzweise, ich werde dich zerstören. Weil all die Pokémon, die nach Tobiris kommen, ne? Die kann Gengar einfach besiegen. Weder Finsteraugen oder halt. Eigentlich hat man keinen Fußball mehr gerade. Scheiße. Tobiris ist so ein richtiger Gegner, den man nur hassen kann in der Nazlo. Wegen Strolch. Aber der Mogelhieb, der kann mir egal sein. Und dann ist Tobias schon mal weg. Oder auch nicht. Oh nein, sein Kopfstoß. Fick das. Nosferatu. Nosferatu. Ihm kann man nicht verlassen, ey. Und wie viel dann hat die Akrobatik? Ich hoffe ein bisschen mehr. Über die eine Kapierung da gerade von Hitler. Alter, das hätte mehr als nur ausgereicht. Und das ist dein totes Tobiris. Und jetzt kann ja Gengar sweepen. Oh ja. Frostedie. Frostedie. Ich könnte Kramot reinschicken, aber ganz ehrlich, ich will meinen Gengar benutzen. Ich will den Kampf so schnell wie möglich fertig kriegen, damit wir im nächsten Part schon den letzten Top 4 machen können. Und ja, den Champ. Finsteraura. Spuk so schneller als mein Level 40 Gengar. Guck mal, ist erstmal nicht tastet mit dir. Alter, warum hast du denn schon kein Schwebe? Aber ganz ehrlich, warum ist Frostedie schneller? Ich bin 16 Level über dem. So, was ist nächstes? Kolossant. Kolossant, das wird in die nächste Dimension gepumpt. Kolossant, Alter, wenn nicht das Ding outspeedet, dann ist das peinlich. Gengar, kill es. 15 Level über ihm. Danke. Ist überlebt mit einem KP. Mich ist hasse, wenn der Gegner mit einem KP überlebt. Weil das Ding teilt ist auch gut.
3 Minuten, ja, das schaffen wir. Das schaffen wir mit Gengar. Wofür er nicht besiegt wird. Mohuda, bleibe ich drin. Pflanze Geist. Das Ding aus liegt mich auch mit, das müsste auch langsam sein. Jetzt war auch gut, müsste auch gute Death haben, aber Gengar mit einer speziellen Attacke. Ja, geil, Gengar tot. Nice, danke. Danke, Gengar. Hast richtig gute Arbeit geleistet. Ne, wirklich, hat wirklich gute Arbeit geleistet. Aber schon 2 Pokémon verloren. Wie soll man da den Champ schaffen? Oder wie wollen wir das mit 4 Pokémon noch schaffen? Und schon hätte ich gesagt, okay, wir haben noch eine Chance, aber mit 4. Das wird schwer. Das wird sehr schwer, besonders weil... Okay, jetzt haben wir nur noch einen besten Team. Trifft Zeppeli. Da hätte ich Gegner doch gebraucht mit seinem Donnerblitz. Aber ich habe immer noch Sanic. Sanic MVP, Leute. Sanic ist MVP. Sanic? Kill es. Du bist Sanic. Sanic, der killt alles und jeden, was ihm in die Quere kommt. Besonders wenn es das Pokémon von Alola ist. Alola. Ja. Das sieht hier aus Spielisch, aber so ein, was war es vorhin noch? Ich hab vergessen. Jetzt ist das Ding nochmal. Was kommt? Voluminas? Ja, aber so ein Voluminas nicht. So ein Voluminas müsste doch langsamer sein als so ein Sepi. Solange ich bin, konnte ich mir einsteigen. Unheilbündiger. Crit. Okay. Leute, das war's mit Lola. Wir können ja schon mal in den nächsten Raum vom letzten Top 4 gehen. Und zwar Kahili. Mit ihren Flug-Pokémon.